Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Shenmue 2. Ja, aber es ist leider auch wieder mal der Arbeitssimulator. Denn wir müssen schon wieder Geld verdienen, denn nachdem uns hier bei unserem ersten Kontakt mit... Jo, Entschuldigung. Hä? Er hat doch right gesagt, aber der Pfeil war links, gell? Entschuldigung. Entschuldigung. Ah! Es läuft nicht so gut, Leute. Kommentieren und arbeiten ist nicht so einfach, Mann. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Bevor wir hier gefeuert werden. So. Also, Leute, wie gesagt, nachdem uns hier unser Geld gestohlen wurde. Alter! Jetzt ist er endlich kaputt. Ich bin so schlecht, Mann. Beim letzten Mal ging das doch voll gut, Mann. Okay, das, was doch immer drin ist, das ist wahrscheinlich kaputt. Hoffentlich so Porzellanschrank. Kann er nicht auch noch einmal links sagen? Naja. Geschafft haben wir es zumindest. Okay. Zumindest, wie gesagt, unser Geld wurde gestohlen. Wir haben aktuell keinen Cent mehr. Glücklicherweise hat Joy uns beim letzten Mal geholfen und uns hier eine Übernachtungsmöglichkeit gezeigt. Und dort sind wir nun. Wir haben aber schon die ersten Schulden und weil wir halt kein Zelt haben, und nicht mehr die Übernachtung leisten können. So. Du machst mich fertig, Mann. Das ist unser neuer bester Freund Dylan, unser guter Mitarbeiter. Yes, sir. Good work. Must be tired. Here's what you earn. 6 crates, so I'll pay you $60. Thanks. Come and help us again. Sure. I'll look for the South Korean quarter. So, und damit haben wir jetzt eine Aufgabe. Wir haben unseren ersten großen Job, den wir jetzt hier machen können. Das ist schon mal etwas. Dank der guten Joy, damit wir hier mal ein bisschen Geld verdienen, weil wir sollten, das ist wirklich eine gute Empfehlung, kannst du das nicht mal aufschreiben, dann müssen wir nicht mal Karten kaufen hier. A map of this area. Ich will zum Fortune-Spiel. Ich hasse Hafen. Ich war in Shenmue 1 die Hälfte der Spielzeit am Hafen. Es ist nämlich so, der nette Typ hier vom, unserem Hotel, der ist nämlich so, dass er hin und wieder was anschreiben lässt, das ist kein Problem. Aber wenn man das ein bisschen zu oft macht und irgendwann mal, ja, zu viel Geld sich angesammelt hat, dann schlägt er so ein paar starke Schläge und lässt dann verprügeln. Also, sollte man vielleicht nicht unbedingt das machen. So. Wir machen jetzt aber erstmal was anderes. Und zwar, ja, versuchen wir es. Each bet costs $40. If you win, you earn $40. How's that? You'll do it, right? No. Darn, are you sure? Alright. Nee, das ist mir nämlich zu viel, weil $14 können wir bleiben und dann können wir uns die Übernachtung nicht wieder leisten, ne? Und ich glaube, das hat was mit der Schwierigkeitsgrad zu tun, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Da gehe ich lieber wieder hier zu denen davor, die sind mir sympathischer. Hey, Kid. If you got time, try arm wrestling. He'll be your opponent. It's $20 per match. Wanna try? Yes, sure. Okay, great. Here's our powerful challenger, a samurai boy from Japan. You're Hazuki! Who's he fighting against? The Mexican villain wrestler who stays the mats with blue. I'll take it easy on you, boy. Didn't ask. Ah, you wish you did. I'll say fight, and then you begin. Here we go. Ready, and fight! Good. Good. Terrific. Here, take this.
How about another match? This time for $30. The higher the bet, the more excited he gets. How about it? Yeah. Getting cocky, kid? No. I'm warning you! Ready and... fight! Take this! Damn! Take this! Ah! Good. Oh! Terrific. Here, take this. How about another match? This time for $40. The higher the bet, the more excited he gets. How about it? Yeah. Getting cocky, kid? No. I'm warning you! Ready and... fight! Leute, das ist verdammt schwer, Mann. Also, ich schaue mich wieder ein, Mann, aber ich muss mich ja konzentrieren, Mann. Das ist die Trophy, die ich am meisten befürchtet habe. Sehnenentzündung, nämlich, schaut euch wie, Mann, wie seine Hände hier gesponnen sind, Mann. Und bei mir ist das nicht weniger anstrengend, Mann. Man muss hier nicht die ganze Zeit X-Smashen, Mann. Ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Und jetzt BÄM! Komm, press! Hui! Dritter Fight, Mann. 5 müssen wir gewinnen, dann gibt's wieder Trophäe, Mann. Wenn wir mal Platin hier wieder, Mann. Ohne Probleme. Oh, das könnte aber hart werden. Und ich brauche die Kohle, Mann. So. Die Musik ist episch, Mann. How about another match? This time for $50. The higher the bet, the more excited he gets. How about it? Der Typ hat auch so geile Stimme. How about it? Yeah. Ich feiere das so sehr, Mann. Ich liebe dieses Musikstück. Also, Concentration. Ready and... fight! Scheiße! Alter! Too bad. Come back again. We'll always be here. Anytime, amigo! Hasst euch alle, Mann. Alter Falter, Mann. Das ist echt schwer, Mann. Okay, am Ende hatte ich jetzt kein Power mehr. Das müsste ich offscreen, glaube ich, überhaupt ein bisschen mehr Power haben. Na gut. Aber wir haben zumindest ein bisschen was gewonnen. Wir können uns zumindest... Das war zumindest mein Ziel, dass wir uns die 2 Übernachtungen leisten können. Weil wir haben eine müssen wir ja zukünftig zahlen und eine müssen wir die vergangene Übernachtung zahlen. Und mehr tue ich meine Hand. Das ist wirklich gut. Hello, Mister. You... How about it? Only $50 for a nice gift from Hong Kong. I don't want it. Oh, come on. Be nice. No. You'll only be able to get this photo now. I said no. All right. How's $30 then? You're bothering me. How about $10? I'm in a hurry. Please, no rush. I guarantee it's a really good photo. I didn't ask to be photographed. What did you say? Your face was asking. That's why I took the photo. Shut up and pay $10. What's for $10? Joy. Nice photo. You think so too? Well, I'm a pro. Oh, really? Well, take another one. I'll pay for both pictures then. Good, right away. Come on. Hey, I don't want any picture. Never mind. You can keep this one.
and I'll keep this. Hey, you haven't paid yet. Come with me. I'll pay you. See you around. Hey, wait up! Die hat's drauf, Mann. Scheiße, ich kümmere. Okay, so geht man mit Gangstern um. Also, wir wurden ja schon gewarnt, dass die irgendwann mal kommt und sie versucht, das Foto anzudrehen. Naja, dann gehen wir jetzt hier wieder zurück. Wir haben ja so eine ungefähre Wegdeutung, wo wir lang gehen müssen. Ah, stimmt, Karte kann man auch groß machen. Und ich habe jetzt, mir tut jetzt echt mein Finger weh, Mann. Zu viel Tasten gesmashed, Mann. Ich sehe schon, komische Bub bringt mich zur Sinnenentzündung. Naja. Aber was tut man nicht alles für die Trophäen? So, hoffen wir mal, dass nicht noch mehr unschöne Überraschungen kommen. Ich meine, wir haben ja uns eigentlich bis jetzt nur Vereine gemacht. Ich meine, Joy, ich weiß nicht. Ich meine, sie baggern der Rio ganz eindeutig an, aber ob wir das wollen? Die weist sie die ganze Zeit ab. Wenn wir es mit der anlegen. Aber es war auch so cool, man, als Wong geflüchtet hat. Das hat mir sehr gut gefallen, man. Alle sagen, hey, Wong, na, wie geht's dir? Hast du wieder so einen dummen Turi beklaut? Haha, schön. Ihr seid alle solche Verbrecher, ja. So, jetzt müssen wir erstmal was anderes machen. Und zwar speichern. Weil das ist schon mal das Erste, weil immerhin haben wir ein bisschen mehr Geld als beim letzten Mal. Nicht viel, aber ein bisschen. Obwohl, nee, beim letzten Mal hatten wir wahrscheinlich noch unsere 1500. Oh, warte mal. Da ist die Map. Warte mal, 37, also ich muss über 80 bleiben. A map. Ja, wo nehme ich? Green Market Quarter. It'll come in handy. Also eine Map können wir uns noch kaufen. Weil die Karten halt doch sehr, sehr praktisch sind. So, wollt ihr mir doch mein Geld klauen? Ich kenne euch doch alle, ihr miesen kleinen Typen, Mann. So, also, Armdrücken bei den Docks am Pier, ja. Teilzeitjob, Kisten schleppen, jo. Guter Job. Ah! Egal, solange wir die schöne Musik haben, ist alles gut, aber... Wieso musst du das auf die letzte Seite des blöden Buches schreiben? So viel kommt noch, oh mein Gott. Verarscht mich das Spiel jetzt? Möglich, oder? Ich mach meinen Filter hier. Das finde ich ja lustig. Wieso gibt es eine Filtertaste? Alter, ich möchte eigentlich nur auf die Seite, wo steht, wo ich lang gehen muss. Da! 100.000 sein. Also. Auf Gästehaus links, links und rechts beim Sushi-Laden, dann geradeaus. Also. Dann wandern wir jetzt erstmal zum Hotel. Oder? Nö. Hätte das Sushi-Laden sein können, oder? Leute, jetzt ist es so voll. Ich vermisse meine kleine, schöneste Vita, wo ich mir auskannte, Mann. Hier? Hier ist definitiv viel zu viel los. Da muss ich gar nicht hin. Hier war mal. So, da hinten sind schon wieder irgendwelche dubiosen Machenschaften. Ah, übrigens, ich erinnere mich gerade eigentlich an voll viele Orte. Ich glaube, wir sind doch übrigens falsch abgebogen. Ich erinnere mich gerade, was hier so läuft da noch. Ist schön, Mann, weil wie gesagt, Shemuria, also das ist gespielt so 5 Jährchen oder 6 Jährchen. Sowas um den, der dürfte schon wieder her sein. Hat man natürlich nicht mehr alles hier im Kopf. Finde ich aber schön, dass ich mir einiges auch hier erinnere. Also, da, genau, da. Also, links... Dann rechts. So. Welcome, come on in. Excuse me. Hello, welcome. Can I ask you for directions? Excuse me for asking, but you're Japanese, aren't you? Yes, I am. Oh, that's great. I am too. I came here to open this shop. Anything new in Japan? Yes. That's good. Everything changes so fast these days. If you ever need any help, come see me. Thank you. I'm looking for the Yan Ten apartments. Which way is it to the South Kermain Quarter? Turn right on that corner. Then follow that street, and you'll come to the South Kermain Quarter. Thank you. Eigentlich wäre eine Map, gell? So. A map.
Also, okay, er hat eigentlich rechts gesagt. Na gut, ich vertraue ihm jetzt einfach. Golden Quarter. Ich würde schon richtig sein, oder? Wenn nicht, fragen wir einfach nochmal, bis er doof dagegen. Aber es war ein geiler Dialog. Oh ja, wir waren sogar richtig. War echt der beste Dialog, den wir jemals hatten. Ist was Neues in Japan. Ja. Excuse me. Are you talking to me? I want to go to the Yan Ten Apartments. Which way is it to the South Korean Quarter? It's over, I see. Achso, ich bin schon richtig. Ich dachte, ich wäre schon hier. Übrigens, was ist da? Cool ist da. Gehen wir auch irgendwann mal rein. So. Eine Map. The South Korean Quarter is ahead. Maps. South Korean Quarter. It'll come in handy. Wäre natürlich noch schöner, wenn stehen würde, wo was drin ist, aber mei, Hauptsache wir haben irgendwas. Okay, so, das war schon mal hier der richtige Pfad und jetzt müssen wir nur noch hier unsere schöne Adresse finden. So, gehen wir mal hier in den Park. Over here. Are you talking to me? You are familiar with the martial arts. Well, yes, a little. You seem to belong to the Shaolin school. No, I... Wait, let me guess. Your movements imply hawk style. No, crane style. Wait, I... Spar with me, then I'll know. What? How do I spar against Tai Chi? Don't worry, come and strike. Ich bin eigentlich nicht unbedingt hergekommen, um alte Männer zu holen. Aber ich wollte nur mal, so viel kann ich mal spoilern. Eine der coolsten Szenen erwartet uns hier. That was close. Very sharp. I didn't know you could attack with Tai Chi. It's Chen style, Tai Chi. Most styles begin with force and develop into softness. However, Tai Chi begins with softness and develops into force. Softness doesn't mean there is no force. You cannot be complete until you attain both. I think I understand. I'm John Min. And you are? Hazuki. And what is your style? Jiu-jitsu. Let's spar again if we get a chance. Yes, please. Jiu-jitsu? Never heard of it. Scheint aber so, als würde dein Tai Chi hier ziemlich gut wirken gegen uns. Okay, Leute, bevor wir uns jetzt hier aber unserer wichtigen Aufgabe weiter widmen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Shenmue. Bis dahin, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.